Ja, die Luftschächte sind natürlich das Hauptfortbewegungsmittel dieser Necromorphs. So heißen diese Monster, die da entstehen aus den Menschen. Da ist es natürlich wunderbar klug, wenn er da auch drin rumkrebelt. Oh Gott, da wird er wieder verloren. Warum helfen Sie mir? Nein, ich bin nicht okay. Sie findet, werden noch mehr Menschen sterben. Mich eingeschlossen. Nicht, wenn Sie meiner Route folgen. Da ist doch was faul. Was? Okay, was kommt jetzt? So eine Art Mini. Oh. Ach, ein Chinese-Modul. Jetzt sind wir bewaffnet. Kommt, Freunde, kommt. Haben die gewone-hitted? Cool. Einfach an die Wand genagelt. Ich sehe meinen Fadenkreuzpunkt nicht, der ist so klein. Noch einer? Willkommen, Kundschaft. Ich hab Angst. Ihr merkt wahrscheinlich schon, ich versuche ein wenig mutig zu sein, aber es geht einfach nicht. Aber schön, jetzt haben wir immerhin schon eine Waffe, mit der wir uns wehren können. So, Fahrstuhl rufen. Ein Medikit. So, den nehme ich mit. Und dann fahren wir nach oben. Das Medikit sammle ich auf und nehme ich auch sofort. Auf dem Rücken sehen wir für die Herrschaften, die für die dieses Let's Play das erste Mal ist, dass sie Dead Space sehen. Ist dieser Balken auf dem Rücken ist die Lebenspunkteanzeige. Ich habe mich verschossen. Oh Gott, warum ist der jetzt da? Oh Gott, warum ist der? Was soll ich machen? Oh Gott, wir werden hier schon sterben. Wir werden sterben. Aha! Halleluja! Gib mir dein Geld! Alter, meine Güte! So, können wir den von der Wand runterholen? Nee, irgendwie nicht, ne? Schade. Okay, ja, wissen wir ja jetzt. Ach, da war ja so eine Schere, so. Ja, das, läuft super mit dem Chinese-Modul. Also wenn sie das nochmal sagt, ne? Ja, 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 mein Rig zeigt mir viel. Ist natürlich praktisch, dass hier überall jetzt so Stäbe rumliegen. Als hätte man es geahnt. So. Und alles, was blau leuchtet, was war das? Kann man übrigens aufheben, benutzen, öffnen. Finde ich sehr nett bei diesem Spiel. Man sieht eigentlich immer sofort, was man benutzen kann und was nicht. Drücke Leertaste, um Leichen oder Container. Ja. Container kann man aber auch wunderbar
mit Chinese anfassen und durch die Gegend schmeißen. Finde ich irgendwie praktischer. Medikit, ja. So, jetzt sind die Lebenspunkte fast voll. Hi. Nahkampf. Ja, wenn man... Man kann nur schießen, wenn man ranzoomt. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal im ersten Teil erwähnt habe. Aber man kann bei diesem Spiel nur schießen, wenn man zoomt. Ansonsten führt man automatisch einen Nahkampfangriff durch. Und zwar ist das mit der Maustaste ein Schlag und mit der Leertaste ein Tritt. Was... Was wurschtelt denn da? Ach so. Erstmal kümmern wir uns um das da. Warum ist das nicht tot? Ja, ich loote nur erst noch die Räume. Ja, ist ja gut. Entspann dich, mein Freund, entspann. Oh! Das sieht mir ja bekannt aus, da diese drei Streifen. Der gediegene Zuschauer erkennt es vielleicht auch schon. Ich freue mich drüber, muss ich sagen. Scheiße! Was zum Henker machen Sie da? Hilfe! Ich versuch's ja! Hilfe! Ich bin ja schon dabei! Okay, den hat's erledigt, aber wir haben einen Plasma-Cutter! Jawoll! So, es gilt auch in diesem Spiel bei diesem Teil wieder das Prinzip der taktischen Zerstückelung. Das bedeutet, man richtet mehr Schaden an, wenn man den Gegner Extremitäten und Gliedmaßen abschießt. Diesem hier wurden zum Beispiel sehr viel Schaden zugefügt. So, kann ich den jetzt endlich umbringen? Ja, geht doch. Gefähr die Munition. Hier konnte man noch was finden. So. Alter, Musik. Hier. Die Kreaturen kann man nur aufhalten, wenn man sie zerstückelt. Ich weiß. Ich habe darin Übung. Versuchen Sie einfach zu überleben. Danke. Nein, ich versuche immer, nach Kräften zu sterben. Ich dachte, das machen alle so. Dieser Plasma-Cutter scheint präziser zu sein als der im ersten Teil. Das sind alles so Feinheiten, die sind mir... Als ich vor Ewigkeiten mal Dead Space 2 gespielt habe, gar nicht aufgefallen. Weil zwischen Dead Space 1 und Dead Space 2 bei mir so viel Raumzeit, eher Zeit als Raum, lag. Und jetzt spiele ich das ja quasi direkt im Anschluss. Auch wenn ich gerade besonders wenig Zeit habe. Gestern habe ich Folge 40 von Dead Space 1 veröffentlicht, also die letzte. Und morgen muss die Folge 1... Soll jedenfalls nach Plan von Dead Space 2 rauskommen. Kann mal einer erzählen, wie oft ich in dieser Folge Dead Space sage? Oder in dieser Aufnahme allgemein. Ich denke mal, wir sind schon bei mehr als einer Folge. Deshalb befürchte ich auch, dass ich, wie im ersten Teil auch... Alter! Wenig Zeit. Deswegen keine Überlängenfolgen. Ich werde mich mehr oder weniger strikt an 15 Minuten halten. Vielleicht mal ein paar Bonusminuten geben. Aber mehr kann
ich leider nicht tun. Ich würde es wahnsinnig gerne mal hier, mal da eine spannende Überlänge-Folge, irgendwas Cooles machen, aber es geht einfach zeitlich nicht. Dann müsste ich irgendwie irgendwo anders Abstriche machen in der Regelmäßigkeit oder irgendwie sowas. Und das will ich eigentlich nicht. Da bringe ich lieber meine Folgen regelmäßig und dafür dann nicht ganz so lange. Man merkt es auch, wie wenig Zeit wir allgemein haben, was wir so alles veröffentlichen, weil wir haben ja vor längerem schon Cube World aufgenommen und wir haben noch ein, also Adonis und ich haben noch ein manuelles Nachladen, ja, muss ich aber gar nicht, haben da noch ein gewisses anderes Let's Play, weiß ich gar nicht, ob ich das schon benannt habe, wenn nicht, dann will ich es bis zur Veröffentlichung auch unbenannt lassen, wahrscheinlich habe ich es schon mal irgendwo benannt. Aber das liegt, die Aufnahme auf Platte bei dem einen, bei dem anderen ist es schon hochgeladen, aber mir fehlen noch die Thumbnails und es sind alles so Kleinigkeiten, für die man einfach keine Zeit hat. Und da Dead Space aber mein Haupt-Let's Play ist zurzeit, sag ich mal, lege ich da ganz besonders Wert und Fokus drauf, dass das erscheint und dann leidet das andere eben so ein bisschen, aber das macht ja auch nichts. Ein Textlog. Hier halte ich es auch wie im ersten Teil. Ich lese nicht vor, ich scrolle durch, sodass ihr euch das gerne durchlesen könnt. Ihr könnt dann das Video pausieren. Oh, verdammt. Tab verlassen. Ihr könnt dann das Video pausieren und euch das durchlesen, wenn ihr wollt. Um die Story zu verstehen, ist das eine sehr, sehr gute Sache, muss ich sagen. Aber ich weiß nicht. Ihr könnt ja, wenn ihr die Muße habt, das mal in die Kommentare schreiben, ob ich das vorlesen soll. Ich glaube, in der ersten Aufnahme von Dead Space 3, die Adonis und ich vor Ewigkeiten mal angefangen haben, lesen wir die Textlogs tatsächlich vor. Wenn ihr das so haben wollt, mache ich das natürlich gerne. Isaac, kommen Sie, die sind hinter uns her. Aber, ansonsten... Wer ist hinter uns her? Hier lang müssen wir, okay. Also es sind viel mehr Menschen da. Und, Isaac, hier durch. Kommen Sie, Isaac. Haha, Scherzkeks. Scheißroute war falsch. Da ist eine Sicherheitsabriegelung. Sie sollten sich beeilen. Wir könnten sie verpassen. Ich brauche Ihre Hilfe nicht. Gut. Mal sehen, wie weit Sie ohne mich kommen. Scheiße. Patient 5. Das ist der Typ, den wir am Anfang im Video gesehen haben. Eigentlich gar nicht so aufsammeln. Eigentlich wollte ich deinen Arm haben. Das wollte ich machen. Oh. Warum überlebt er das? Na komm. Okay, das war's wohl wieder. Alter. Dana! Dana! Okay, Sie haben recht. Ich brauche Ihre Hilfe doch. Reden Sie mit mir. Hören Sie, Isaac, wir müssen keine Freunde werden. Aber wir stecken da zusammen drin. Tide Man ist Ihr Feind, nicht ich. Okay, ich habe eine neue Route für Sie gefunden. Gut. Wozu bin ich also? Das ist jetzt schon wieder. Wie konnte es zu einem weiteren Ausbruch kommen? Sie sind auf der Titanstation, die den Saturn umkreist. Wegen des Ausbruchs. Scheiße! Tide Man stört mein Gedrück! Tide Man, wer ist das denn? Das ist ja... Habe ich noch nichts von gehört? Habe ich gerade irgendwas erzählt? Ich hoffe, ich habe es zu Ende erzählt. Ich erinnere mich nicht mehr dran. Alter, jetzt haben wir hier so viele Möglichkeiten, wo wir lang gehen können und sollen ganz woanders lang gehen. Okay, was ist das denn?
schauen wir uns natürlich hier erstmal um. Okay. War anscheinend die richtige Entscheidung. Audiolog. Das spiele ich natürlich ab. Bericht 1138.